Tagchen, Leute, und dann kommen wir zur ersten Etappe der Geno Ate Lateco. Ja, Italienisch ist eine schwere Sprache. Aber wir werden es natürlich probieren, mit unseren Jungs vorne dabei zu sein. Da greifen wir gleich wieder ein paar an. Dann gehen wir einfach mal hinterher mit Pösteberger. Mager, der kann mal ein bisschen hinten bleiben. So, Plarre, der Anfahrer für unseren Sam Bennett. So, Andreas Schillinger kommt jetzt auch nach vorne. So, 1, 2, Morabito natürlich. Gesamtfahrer, Plarre. Natürlich, alle greifen an. Alter. Sam Bennett. Wer ist der denn hier? Martin Breschel, dänischer Meister. Stefan Denifiel, ja. Schön, wenn er auch mit nach vorne kommen würde. Wo ist denn hier Hürth? Vielleicht hat er auch gute Tage und wird sich in der Gesamtwertung gut platzieren, Hürth. Ja, natürlich auch was Cooles. So, Hürth ist da. So, mit Pösteberger werden wir gar nichts machen. Wir werden einfach nur hier dranbleiben und angreifen, wenn wir in der Not sind. Wenn die Gruppe eingeholt wird. Und das ist ja gleich. Wir folgen einfach nur Angriffe. Oder doch nicht. Jetzt kommt zum... Doch, jetzt kommen das nicht mal durch hier. Tosato greift an. Das ist immer gut. Fällt mir nicht. Oh, jetzt muss er halt. Muss er durchziehen. Sam Bennett, schafft er? Er schafft es. Vom Weltmeister Cavendish. Du musst beschützen, Jean Schönings, Herr Bennett. So. Hoffentlich ist jetzt eigentlich mal ein bisschen Ruhe drin, ne? War schon ein bisschen hektisch. Für eigentlich nur Angriffe folgen. So, da kommen die ersten Angriffe. Jo, da kommt Tosato bestimmt. Da folgen sie uns gleich. Hau ab, Mann. Hau ab. Haust du ab? Der haut einfach nicht ab. Den will ich hier als Ausreißergruppe rufen. Zack, den will ich auf den Arsch treten. Im Arsch treten. So, drei Fahrer gehen noch. Los, Jungs. Ja, jetzt geht's. Nein, doch nicht. Dass man echt so lange braucht für eine scheiß Ausreißergruppe hier. Okay, jetzt hat sie sich gefunden. 10 Kilometer und dann kommt der Berg und Pösteberger ist nicht gut drauf. Schön. Mager auch was trinken. Sehen, ob ich ihn angefeuern kann. Ich glaube ja nicht. Pozzatos Angriff. Pösteberger bleibt dran. Kann bloß nicht mehr. Vor Delage bleiben. Miguel Delage. Natürlich, also jetzt wird er einfach weggesprintet. Fahr du mal mich ran. So, jetzt müssen wir uns erholen. Erhöhlen. Müssen wir uns mal erhöhlen. Mager, hol mal was zu trinken.
Ich darf ja nicht singen, ne? Ich darf singen, aber ja, ich habe hier Ärger hier. Immer die GEMA geht mir schon wieder auf den Sack. So, Energie. Oder nee, was für Siffeln? Oh mein Gott. Wir sind nicht der schlechteste Sprinter, aber gegen die haben wir alle keine Chance. Greifen wir mal ein bisschen vorher an. War eine gute Wahl. Schön, haben wir den Zwischensprint wenigstens schon wieder gewonnen. Den zweiten am Tag schon. Und jetzt kommt gleich nochmal ein Berg. Da haben wir ja voll verschissen. Das ist aber auch eine flache Etappe. Das ist ja kaum was. Flach wie, ja, wie einer jungen Frau. Sam Bennett plus 1. Ne, jetzt plus 0. Plus 0, also plus 0 gibt es natürlich. Also nada. So, der Abstand, der bleibt gerade bei 3 Minuten. So. Wir fahren mal unser Tempo selber hoch. Der ist aber auch ein kleines Stück. Der Anstieg hier. Der hat es schon in sich. Aber wir bleiben cool. Das Gute ist ja, Sam Bennett kommt ja gut über die Hügel. Also wird er keine Probleme haben. Muss aber sie ja nach vorne kommen, der Pöstl. Ja, schafft er. Schafft er ganz souverän. Ganz souverän und locker. Jetzt hilft er auch nochmal mit. Plarre echt plus 5 Tagesform. Jetzt ist die Frage, für wen fahren wir. Also plus 5. Kommst du auf deine 76, 75. Da kann er auch was reißen. So, wir werden uns noch einen Zug erstmal bauen. Ne? Habe ich fast felsen. Ey, fest felsen. Hurt. Hurt. Der Name gefällt mir. Hurt. So, Schilling. Ja, Dinefell. Na, ich glaube, das können wir feiern. Können Sam Bennett an Plarre hinterher und der kann sich hinter Schilling klemmen und der kann mal ein bisschen nach vorne fahren. Mehr haben wir nicht. Mehr Möglichkeiten haben wir nicht. Haben wir einfach nicht. Okay. Da werden wir ein bisschen einklemmen, fahren wir ein bisschen rum hier und dann setzen wir uns hier hin. Also jetzt klemmen wir uns da ein. So, jetzt fahren wir ein bisschen mehr mit. Was ist er hier? Miguel de Large, der kann wohl nicht mehr. Es sind aber auch noch 11 Kilometer. Könnte wohl die Ausreißergruppe doch durchkommen. Dann hätte aber Filippo Sato hier die besten Chancen, um den Ding hier zu gewinnen. Nach Miguel in Delage. Unser Hürthau ab hier. Seid hier gerade nur ein bisschen Störfriede. Ja, schön, dass ihr jetzt auch wieder zurückkommt, Jungs. Die wollten nicht fahren. Plarre, bleib bitte dran, wusste ich doch. Oh, Pilz der Berger, es wird wohl nichts. So, mal sehen, was der Plarre heute so kann. Oder schafft es doch der Pösteberger? Nee.
Oh, der hat sich das Hinterrad genommen. Und jetzt Sam Bennett, komm. Geh durch die Lücke, genau. Oh, Sam Bennett am Ende Dritter. Christoph gewinnt das Ding hier. Aber Plarre auch nicht schlecht. Pösseberger müsste auch noch nicht, oder müsste auch nicht schlecht platziert sein. Unter 12. oder so. Also am Ende keine schlechte Etappe. Ein bisschen zu spät gesprintet. Einfach zu spät reagiert von mir. 14. oder 15. ist er. Der Österreicher. Hier einfach mal Wiederholung der Siegerehrung. Christoph Forjon, den kommt aus Sam Bennett, Cavendish, Apollonino. Vor Lobato, vor Beugsmann. Plarre. Gut gemacht. Christoph erster, Frau schon den Koffer Sam Bennett, der sich natürlich auch zwischen Zeiten gesammelt hatte, ne? Zwischen Bonis für ein paar Sekunden. Genau wie der Österreicher. Christoph dann aber natürlich nicht ganz so sicher mit der Punktenwertung. Christoph dann den Kopf ein Punkt weniger wie Sam Bennett. Posato erster, der Bergpreispunkte. Pösteberger ist erste der Nachwuchswertung. Schön. Bora Agon 18 führt die Teamwertung an. So, mögen Sie Fiana Hü. Ein ist ja ein bisschen leichter Hügel. Da könnte Sam Bennett noch so ein paar Sprinter loswerden. So wie Cavendish. Die wird da man schon los. Ne? Das wäre cool. Aber es ist ja noch Christoph und John, Christoph und John Degenkolb dabei, ne? Also ich würde einfach sagen, gucken wir, was morgen passiert. Haut rein, bis dann und ciao.